Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Ankitza von Moradi Fotografie. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist, denn im heutigen Video möchte ich dir meine Alternative zu der Froggy Pose zeigen. Die Froggy Pose kennst du bestimmt. Das ist dieses zuckersüße Bild, wo das kleine Baby wie ein Frischchen da sitzt und die Händchen so im Gesicht hat. Total zuckersüß, habe es am Anfang auch so fotografiert. Natürlich geht das nicht ohne Hilfe. Entweder müssen die Eltern oder eine Assistentin mithelfen. Und ich habe dann einfach mit der Zeit für mich festgestellt, okay, die Froggy-Pose ist so nichts für mich, einfach aus dem Grund, weil man wirklich ganz, ganz viel aufpassen muss, auch auf den Nacken achten muss und es geht ja auch nicht ohne Hilfe. Ich finde es ganz umständlich und habe nach einer Alternative gesucht, habe sie auch gefunden und jedes Mal, wenn mich jetzt die Eltern fragen, sie möchten gerne die Froggy-Pose, biete ich ihnen diese Alternative an und die kommt sehr, sehr gut an. Ja, und das möchte ich dir heute zeigen. Es ist eigentlich ganz, ganz einfach und es geht ohne Hilfe. Vor allem auch, es ist auch möglich mit allen Babys. Also das Baby muss nicht tief und fest schlafen. Das ist auch ein Vorteil. Und ja, legen wir gleich los und ich zeige dir, wie einfach es ist. So, und du siehst auch schon den Setaufbau. Heute assistiert mir meine Schwester mit der zuckersüßen kleinen Lina. Und du siehst, meine Schwester ist halb sitzend, halb liegend angelehnt und was brauche ich? Ich brauche einfach nur eine schwarze Decke, die ich auf meine Schwester drauflege und dann das kleine Baby dazulege. Drunter siehst du, ist ein kleines Polsterchen, was das Baby einfach noch stützt. Die Decke, die lege ich drüber und zwar unter die Hände vom Baby. Und jetzt kommt die Mama, jetzt brauchen wir die Hilfe von der Mama. Und sie haltet hier nämlich nur die Händchen. Und hier positionierst du oben den Kopf und das Gesicht vom Baby. Natürlich ganz, ganz vorsichtig. Vorsichtiger als ich wie mit der Puppe. Und ja, das ist es eigentlich. Mehr brauchst du gar nicht machen. Du siehst, der Nacken, der wird überhaupt nicht belastet. Das Baby liegt wunderbar auf der Mama drauf. Deswegen kannst du das auch mit jedem Baby machen. Auch wenn das Baby wach ist, funktioniert das auch schon sehr gut. Habe ich auch schon ein paar Mal ausprobiert. Und eben auch mit älteren Babys, also auch Babys, die älter als 10 Tage sind, kann man das auch noch nachstellen. Ja, das Foto, also ich nehme die Kamera, mache das Foto einfach von hier oben. Wichtig ist, rundherum muss alles schwarz sein vom Baby. Den Köpfchen ein bisschen erhöht, damit die Hände hier drunter liegen, also richtig schön positionieren. Und die Mama kann hier mit den Daumen noch ein bisschen nachhelfen. Und wenn ich das Foto mache, einfach legt die Mama die Daumen einfach noch hinunter. So. Wunderschön, da kann man noch ein bisschen die Finger hier runtergeben. Also komplett runter, damit man noch mehr vom Baby sieht. Also aufpassen, dass die Hände von der Mama nicht zu viel von dem Baby verdecken. Und perfekt. So, das ist es. Ich blende dir gleich das Foto ein. Ja, und wie du siehst, es ist total einfach nachzustellen und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren und wenn du Fragen dazu hast, schreib es mir liebend gerne in die Kommentare. Ich freue mich riesig drüber und wenn dir das Video gefallen hat, lass mir unbedingt einen Daumen nach oben und vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, dann erwarten dich noch weitere Tipps. So, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.